Finde das Mikro. Wir könnten jetzt nochmal tauchen sogar. Laden. Kann ich hier verkaufen? Den brauchen wir. Die Schüssel können wir verkaufen. Nice. Das können wir auch verkaufen, schätze ich mal. Waffen. Muschel können wir verkaufen. Den Knochen. Eignet sich wahrscheinlich zum Herstellen von Waffen. Schrott. Ich weiß nicht. Brauchen wir Schrott? Ich behalte mal noch. Die findest du morgen nicht mehr hier. Was denn? Eine Unterwasserfrachtkiste, die unter Wasser platziert werden kann. Erhaltene Objekte können darin aufbewahrt werden. Oh, und werden beim Verlassen des Meeres automatisch eingeholt. Ja, die kaufe ich. Safe. Das ist ja cool. Okay, ich verbessere hier mal meinen Anzug oder was? Frachtkiste. Stufe 5. Lebendgewicht 42 Kilo. Ja, Mann. Ja, ja, ja. Das war's schon wieder. Aber eine bessere Kiste ist immer gut. Ah, VIP-Stichtag. Wurzelmundqualle Meertraube. Ich kann jetzt aber diesen Haikopf heute Abend servieren. Mikro finden, Steintafel des Efeus finden. Okay. Chat, ich glaube, ich bin offiziell süchtig nach dem Game. Ey, seht ihr? Riesenmaulhai. Hab doch gesagt, der ist in der Tiefsee. Der 5 Meter lange Tiefsee benutzt seine flexible Haut. Aber die machen eigentlich nichts. Also die verschlingen... Na, die sind eigentlich friendly, oder? Nattig. Lass uns mal auschecken, was hier drin ist. Ich kann ja jetzt übelst viel tragen. 42 Kilo. Okay, ich soll einmal dahin, wo ich vorhin war. Mikrofon suchen beim Schiffwrack. Und ich muss wieder in diese Höhle rein, die war irgendwo ganz rechts, die wir weggesprengt haben. Erstmal spreng ich diesen Fisch hier weg. Doch nicht. Sein Glück. Ey, eine Kiste. Ist wirklich gut gemacht. Ich finde auch geil, das Spiel. Ist wirklich sehr, sehr cool. Hier ist ein Frack. Ich gehe erstmal rechts lang. Und die Kiste muss ich mal noch platzieren irgendwo. Vielleicht. Merke ich mir das hier wahrscheinlich nicht. Okay, da können wir dann Sachen reinschmeißen. So Fische und so. Ich muss mir nur merken, wo die war. Schlagstock. Ausrüstung gefunden. Okay, wir gehen mal runter. Oh, dieses Arschloch hier wieder. Ah! Okay, ist tot. Nice. Gleich wieder Munition einsacken. Falls es hier ein großer Hai kommt. Frage, behält Stream Elements eigentlich einen Anteil der Donation? Ich glaube ja, aber ich bekomme die Donations, also bin ich mir gar nicht sicher, aber ich glaube ja. Eigentlich jede Tipping-Seite, oder? Ah! Außer Kofi. Oh Gott. Was? Der lebt immer noch? Okay, jetzt ist er tot. Ja, dann sägen wir den mal auf, den Sägehai. Ich
glaube, ich habe nicht mal einen Donation-Sound gerade. Beste Streamerin, wirklich so gut vorbereitet. Harpunenschaden, Gift Harpunenspitze. Joa, nehme ich mit, oder? Und ein Kochtopf. Olivenöl, jetzt finde ich Olivenöl. Und wir nehmen noch Sauerstoff mit. Boah, ich habe jetzt hier Elektroschocker. Okay, ich glaube hier unten rechts war das, ne? Ich habe keine Munition mehr, perfekt. Weil Julia mal meinte, dass sie das bei Kofi das Geld nicht direkt ins PayPal bekommt. Oh, das weiß ich nicht. Ich habe mich noch nie mit PayPal auseinandergesetzt irgendwie. Aber ich glaube, viele Streamer haben PayPal, weil bei Kofi nichts abgezogen wird an den Donations. Stimmt das? Kann schon gut hinkommen, oder? Ui, Kochtopf. Salz. Was ich aber komisch ist, was ich komisch finde, ist, wo sind jetzt die Meeresbewohner? Das war doch vorhin. Blaues Loch Tiefen, okay. Weil sich schon wieder alles verändert hat hier. Daher weiß ich nicht, wo das Loch jetzt war mit den Leuten hier, mit dem Meeresvolk. Ist schon wieder woanders. Ich kann mich ja mal damit auseinandersetzen und sag euch nochmal Bescheid, wie das ist mit Kofi und so. Wenn ich hier aufpasse, könnte es jetzt ein guter Tauchgang werden. Ich habe eine Kiste, wo wir Sachen reinlegen können. Ah, hier! Guck mal. Top. Ja. Da müssen wir rein und diese Tafel finden. Ich werde mir jetzt doch nichts zum Mittag bestellen, Chat. Ich werde nachher wahrscheinlich mit Felix zusammen was essen. Sehr gut, wir haben die Tafel gefunden. Jetzt fehlt mir nur noch die Fertigstellung des Seevolk-Übersetzung. Das Mikro. Oh, Lunatic, no! Ich habe gerade gar keinen Donation-Sound. Nur den Stream-Element-Spot. Weil das ist irgendwie kaputt gerade. Lunatic, viel wieder für deine 10-Euro-Donation. Letztens schon. Du schmeißt Bits rein und ich habe es gar nicht gecheckt. Lunatic, vielen Dank für 10 Euro einfach. Dankeschön. Nur, ich habe gerade keinen Alert. Ey, top. Es tut mir so leid. Vielen Dank für 10 Euro. Das war ein Test. Oh Mann, vielen Dank. Dankeschön für 10 Euro, Lunatic. Aber, ich guck dann mal. Ich guck dann mal im Stream, was Stream Elements und so, was die einbehalten. Und wie das bei Kofi ist. Vielen Dank, Lunatic. Für einfach mal 10 Euro. Danke sehr, ey. Ich kenne da eine Streamerin, die auf Kofi schon Spenden angenommen hat. Und da habe ich, glaube ich, mal mitbekommen, dass sie gesagt hat, dass sie das komplette Geld bekommt. Ich glaube auch. Kann gut sein. Oh. Die 10 Euro fließen in den neuen Doggo irgendwann, Chat. Ich spare jetzt. Es wird gespart. Dankeschön, Lunatic, ey. So. Ich habe noch keine Meerestraube gefunden. Immer noch nicht. Nach 4 Stunden Spielen. Oh, Barracuda. Nicht getroffen. Perfekt. Oh, vergifte ihn. Boah. 7 Kilo. Das ist aber ein Oschi. Nice. Oh, die nehmen wir noch mit hier. Von wo war eigentlich Lutz auch aus dem Tierheim? Lutz wäre ans Tierheim gegangen, ja. Eine aus meiner Schule. Hat Lutz... Was ist jetzt passiert? Oh. Okay, wir warten kurz ab. Dann erzähle ich die Lutz-Story.
Der Amazonas-Delfin ist zurück. Der wie ein Wal klingt. Hey, Kumpel. Hey, wo ist dein Freund? Ah, der Amazonas-Delfin von vorhin. Was, wenn er von Wilderen gefangen wird, wenn er so herumschwimmt? Wenn wir seine Existenz bekannt machen, dann wird es den Wilderen vielleicht schwerer fallen, ihn zu jagen. Ich sollte ihn fotografieren und über ihn in Fisch der Woche berichten. Okay. Oh, guck mal, der macht so Luftbläschen. Na, der ist nicht gut drauf. Nochmal neu. Kollege, du musst einmal hier durchschwimmen. Ja? Oh, mit Herz. Top. Ja, nehmen wir. Hallo, hallo, Käseliebhaber. Hallo, hallo. So, zurück zur Lutz-Story. Also Lutz gehörte einer Schulkameradin aus meiner Schule. Damals. Ist schon ewig. Ist schon super lange her. Das ist einfach 15 Jahre her. Und die kam aber noch nicht so gut damit klar, weil Lutz war halt erst ein paar Wochen alt und sie war noch nicht stubenrein. War ja klar, die war halt noch Welpe. Und die wurde dann auch dort nicht gut behandelt. Ich glaube, die wurde sogar geschlagen von ihrer Mutter, weil die irgendwie keine Geduld hatte, einen Welpen zu erziehen. Und ich war halt öfter zu Besuch und habe Lutz dadurch schon kennengelernt. Und dann irgendwann habe ich gefragt, ob ich vorbeikommen kann, um Lutz zu besuchen einfach, ob wir zusammen Gassi gehen wollen oder so. Und dann meinte die Schulkameradin aber zu mir, dass die Lutz zurück zum Züchter gebracht haben und dass der Züchter meinte, wenn Lutz nicht vermittelt werden kann, dann geht sie ans Tierheim. Und dann habe ich meine Mama angebettelt, dass wir Lutz... Oh, hier ist die Qualle! Dass wir Lutz irgendwie zurückholen können. Und meine Eltern waren aber immer dagegen, dass ich einen Hund bekomme. Also immer, 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 weil es ist ja auch viel Verantwortung. Ich war damals 10 Jahre alt oder 11 oder so. Ja, dann hat meine Mama, habe ich da aber Fotos gezeigt und die hat dann auch irgendwann mal Lutz kennengelernt, als sie mich bei der Schulkameradin abgeholt hatten. Und die haben sich dann auch in Lutz verliebt und dann hat meine Mama meinen Vater überredet, dass wir Lutz holen. Ja, und dann haben wir Lutz abgeholt. Oh nein, jetzt habe ich so eine Qualle gefunden, aber ich habe keinen... Oh, bitte lass hier ein Netz drinne sein, bitte, bitte. Shit. Ja, und dann war Lutz zu Hause bei uns. Und meine Schwester wusste gar nichts davon. Die kam dann einfach nach Hause und wir alle so, ey, wir haben jetzt einen Hund. Ja. Das war immer schön, ey. Kleine Lutz. Mein Papa ist immer abends Gassi gegangen, weil er nicht wollte, dass ich alleine, wenn es dunkel ist, draußen bin mit Doggo. Ja. Kleine Maus. Toll, jetzt habe ich hier die Qualle gefunden und ich habe nicht die Waffe dazu. Das ist jetzt echt ätzend. Genauso wie dieser Fisch hier. Weg. Weg. So. Vielleicht finde ich aber noch was. Aua. So ein Netzding. Bitte. Hallo Selina, der Fanclub. Ey, was geht? Willkommen im Club-Chat. Willkommen im Fanclub. Boah, dieser Hai, der ist so aggro. Okay, bitte lass hier ein Netz drin sein. Ah. Oh, Kalksteinhöhle. Ich brauche hier was. Ach, die Seetrauben. Ach so. Na klar, das war doch die Rede von der Kalksteinhöhle. Und jetzt ist hier diese Drecksqualle und ich habe nichts davon, dafür. Um die mitzunehmen. Wow. Ja, ich trinke erstmal einen Schluck. Ich habe Red Bull hier. Ich trinke einen Schluck Red Bull, Kugelschreibe. Mm. Herrlich. Okay, ein aggressiver Anglerfisch hier oder was? Ah, geh weg! Ah, geh weg! Ah! Geh weg! Boah, atlantischer Seeteufel. So, jetzt brauche ich erstmal das hier noch.
Und Sauerstoff. Oh Mann, jetzt habe ich Sauerstoff verschwendet. Bitte lass hier ein Netz drin sein. Bitte, Spiel. Das wäre übelst smart. Hat es nicht. Ah, ich brauche so eine Qualle. Ich brauche eine Qualle. Das ist mega doof. Ich darf die nur lebendig fangen. Aber das Spiel gibt mir keine andere Waffe. Okay, was haben wir hier? Aua! Oh, sehr gut, sehr gut! Aua! No! Jetzt habe ich es liegen lassen. Muss man natürlich mitnehmen. Okay. Bitte lass hier noch so ein... Ah ja, bitte lass hier ein Netz drin sein. Bitte, bitte, bitte. Oh! Jawohl! Oh mein Gott. Okay, ich habe 3 Schüsse. Wir dürfen das jetzt nicht verkacken. Da wäre mein Sauerstoff gewesen. Ah! Nee! Nee, stopp! Ich brauche so eine Quali. Okay, let's go. Jawohl! Oh, wir haben alles. Wir haben alles, Chat. Ich muss ein Mikrofon noch finden. Boah, wir haben's. Jede Mission. Komm, ich fang gleich noch so eine. Wenn ich schon mal hier bin. Yes. Schön! Nein, das ist ein gutes Game. Wirklich gutes Game. Bleierz hat noch mitgenommen. Top. So, wie komme ich jetzt hier raus aus der Hütte? Ich bin nämlich schon wieder überladen. Ey, top. Stark. Ey, wirklich cool. Mhm. Okay, wir müssen wieder hoch. Ganz schnell. Ich nehme das O2 noch mit. Okay, never mind. Ah, da drüben geht's lang, oder? Boah, das ist doch... Ich komme aus diesem Strömungsding hier nicht raus. Das kann doch... No! Nein, Mann. Wie kommen wir hier raus? Jetzt schnell. Okay. Ich warte kurz. Schnell, nimm Sauerstoff mit. Ich krieg das hin, ich komme hier raus. Ich bin halt auch überladen. Oh! Oh, wir sind draußen. Sehen wir wieder die hier mit? Ja. Oh nein. Oh nein. Warte mal, brauche ich nochmal einen neuen Haikopf, weil mir das hier so angezeigt wird? Ich schwimme mal kurz hoch. Vielleicht finde ich diese Kiste wieder, wo ich meinen ganzen Kram reinpacken kann. Ich habe keine Ahnung, wo die ist, ehrlicherweise. Wo habe ich die geparkt? Wisst ihr, wo ich die geparkt habe? Diese Kiste? Ah, wow! Ey, krass. Kiste. Okay, weil da packen wir jetzt alles rein. Wie packe ich das darüber aber? Nur 2 Sachen? Achso, die kann nur 10 Kilo nehmen. Ach so. Bleierz. Haben wir noch was?
Okay, guck mal. Aber ey, exakt 10 Kilo. Cool, jetzt bin ich nämlich wieder schnell. Was fehlt mir noch? Mir fehlt jetzt noch... Hierfür haben wir alles. Endlich. Ein Mikrofon. Das unterhalb des Schiffswracks, eine Steinplatte. Okay, wir brauchen nur noch ein Mikro. Bei irgendeinem Schiffswrack. Dann, wenn wir das gerockt haben, war das ein übelst erfolgreicher Tauchgang. Dann haben wir alles erledigt. Es dürfte doch jetzt kein Thema sein, hier noch einen Frack zu finden, oder? Hier ist ein Frack. Aber das meinen die bestimmt nicht. Oh, ich gucke erstmal hier oben so ein bisschen rum, bevor ich wieder nach unten tauche. Oh, Käseliebhaber. I'm sorry. Aber ich bin auch ein Frack. It is what it is. Oh. Katzenfutter? Ah, für unsere Katzi. Soll ich es Momo geben? Na klar. Okay, wir müssen doch nach unten. Wir müssen nach unten. Dieser Dreckskackfisch jetzt hier schon wieder. Cool. Weg mit dem. Okay, nice. So, frack, frack, frack. Frack, 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 frack. Hier ist was. Trotzdem bei Felix noch antworten. Ich hoffe, hier kommt jetzt nichts. So. Oh nein! Ich musste schnell antworten. Shit. Bin wieder da. Okay, er ist gestorben. Nice. Boah, wir können die wegboxen. Bam, 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 bam. So, wo ist das Schiff? Wrack. Das Wrack, das Wrack, das Wrack. Oh, hier ist noch eine Kiste und Sauerstoff. Bombenfalle mit Auslöser. Okay. Oh, ich kann es aktivieren und dann? Ah, hier ist das Wrack. Hm, da müssen wir jetzt hier wieder reintauchen, ne? Zu neuer Region. Ich denke schon. Ich denke. Ja, ne? Ich glaube hier. Und jetzt hier ein Mikro finden. Hoffen wir mal, dass der Kalmar nicht hier ist. Meine Haare sind ja auch übelst am Rumwedeln. Hast du heute frei? Ich habe heute frei, ja. Oh, guck mal, da ist es. Ey. Ich habe heute free, aber ich weiß nicht, wie lange ich mache. Vielleicht so bis 16 Uhr heute? Weil ich Felix versprochen habe, dass ich heute einen Early Stream mache, damit wir uns heute mal wieder sehen. Weil das ist gerade so ein Abklatschen bei uns. Er hat Nachtschicht und ich habe halt Spätschicht und ich habe jetzt immer abends gestreamt. Das heißt, ich habe zu streamen angefangen, wenn er wach geworden ist, so 15 Uhr. Und ich bin von Arbeit gekommen, wenn er dann auf Arbeit muss. So. Das war irgendwie nur Abklatschen die Woche. Deswegen chillen wir da noch ein bisschen was. Wir gehen dann noch einkaufen, kochen was. Und ja, morgen Abend bin ich wieder live. Morgen Abend können wir Horror spielen. Oder Dave, weil wir süchtig sind. Mal gucken. So, ich habe alles gefunden. Kann ich jetzt? Dann kann ich doch jetzt eigentlich zurückschwimmen, oder? Bevor mir hier noch irgendwas passiert. Vielleicht ist hier unten noch eine Kapsel, die mich zurückbringt. Nö. Aber ein Kochtopf. Aha. Oh, guck mal, noch mehr Katzenfutter für Momo. Ah! Oh Gott.
Ah! Ah! Junge! Stopp! Der wird jetzt erstmal schön vergiftet dafür. Nice. Jetzt bin ich aber auch fast tot. Ich verstehe immer noch nicht, warum du sagst, dass du dich nicht unterhaltsam bezeichnest. Du bist einer der unterhaltsamsten Menschen, die ich kenne. Oh, dankeschön, Franz. Ja, ich weiß nicht. Ich, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Manchmal kommen halt so Selbstzweifel. Ja, weiß ich nicht. Ich denke mir halt, oh, es gibt so viel coolere Streamer. Keine Ahnung, wie ich das sagen soll, irgendwie. Aber danke dir, Franz. Ich muss auch langsam mal schnullen. Und ich habe kein Sauerstoff mehr. Ja, wir müssen wieder weg. Wenn wir jetzt sterben, weil wir keinen Sauerstoff mehr haben, ist alles... Das war's. Wir könnten jetzt doch eigentlich mal die Kamera ein bisschen heller wieder machen, oder? Die ist so dunkel. Mal gucken, wie es aussieht. Ah, ein bisschen heller. Ich habe die so dunkel gestellt, weil es von hinten so hell war heute Morgen. Okay, schwimm um dein Leben, mein Junge. Ah, hier ist Sauerstoff. Nice. Wie gut, dass ich es vorher nicht benutzt habe. Aber jetzt ist es wieder zu hell, oder? Das ist irgendwie komisch. Okay, ich glaube, wir überleben das. Jetzt hier kein Tigerhai kommt. Hört ihr diesen aggressiven Vogel? Vor meinem Fenster, gerade Baustelle. Aggressive Hunde, die jeden Morgen übelst bellen. Und ein aggressiver Vogel, der um sein Leben piept. Ich glaube, ihr hört den nicht. Hier ist auch eine Waffenkiste. Noch mitnehmen. Vielleicht kriegen wir ein neues Rezept. Level 2 Ausrüstung gefunden. Stark. Die Mucke, die schallert aber heute ganz schön. Ah! Oh, nice. Hier, das nehme ich. Jetzt haben wir richtig viel eingesammelt. Und wir haben oben auch noch die Kiste, die auch noch ganz viel eingesammelt hat. We did it. Was geht? Wow, du musstest einen Haufen Orte ausklappern, aber du hast alles gefunden. Das ist ja nicht Glück. Echt so. Damit werde ich versuchen, in meinem Labor einen Übersetzer zu bauen. Ich werde etwas Zeit dafür benötigen. In der Zwischenzeit kannst du deinen Geschäften nachgehen. Ich melde mich bald wieder. Boah, stell dir mal vor, nach so einem Tauchgang musst du jetzt noch ins Sushi-Restaurant und da die Scheißkiste bedienen. Oh, ey, wir haben sogar neue Sachen. Boah, wir sind richtig erfolgreich heute gewesen. Holy shit. Udo ruft an. Udo! Oh, du hast ein Foto von etwas mitgebracht? Kann ich mal sehen? Wow, ein Amazonas-Delfin. Was auch immer der im Süßwasser? Ich glaube, die sind nicht im Süßwasser, oder? Ja, im Salzwasser. So süß, den will ich am liebsten mit nach Hause nehmen. Nur Spaß. Hm. Toll! Taufen wir ihn Pinky. Oh nee, komm. Nur weil der pink ist? Und machen seine Existenz publik. Dann werden die Wilderer nicht so ein leichtes Spiel haben. Ich werde dein Foto an prominenter Stelle platzieren. Unseren Lesern wird es bestimmt gefallen. Oh, ich habe Geld bekommen. Es gibt hier mehrere Fotopunkte, also werde ich dich wahrscheinlich wieder um Hilfe bitten. Hm. So, jetzt let's go. Jetzt gehen wir nochmal richtig schön Kohle scheffeln. Im Restaurant, weil wir haben jetzt hier alles. Oh, das heißt ja, jetzt muss ja die Schrulle mit dem Haikopf da sein und Robert Geisen. Geisens. Jesus Christ. Ah,
Hallo zusammen, hier ist Yui von Die Besten Köche. Wir sind wieder bei Banjo Sushi. Ich frage mich, was Sushi der Koch vorbereitet haben wird. Bitte. Ich habe Quallensushi vorbereitet. Qualle? Das ist doch eher zur chinesischen Küche. Hast du wirklich gedacht, du könntest Vincent Yamaoko mit einer nicht traditionellen... Oh, du bezeichnest dich selber doch als Feinschmecker. Vielleicht solltest du erstmal probieren, bevor du urteilst. Puh, also schön, dann bring's rüber. Also gut, ich werde dir eine Portion Quallensushi bringen. Wow. Jetzt geht's ab. Wow. 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 Okay, ich bring's. Schnell. So, Robert. Wow, das ist also die Qualle, ja? Vielleicht ist es ganz durchsichtig. Und die weißen Punkte sehen sogar recht hübsch aus. Was? Das wurde mit zusammengedrücktem Reis zubereitet? Du hättest Gunkan-Maki verwenden sollen, damit er nicht abbröckelt. Er wird noch trocken. Probier es bitte. Es ist ganz schön... Es ist schon gewürzt. Es wird scheußlich schmecken, aber ich bin im Fernsehen, also was soll's. Foto! Oh mein Gott! Oh Scheiße! Was passiert hier? Vincent, dieser Gesichtsausdruck. Es ist exzellent. Ich schmecke das Meer vom ersten Bissen an und das Quallenfleisch ist dicht und saftig. Und irgendwas platzt in meinem Mund beim Kauen. Mm. Könnte das Rogen? Rogen? Rogen oder Roggen? Vielleicht fehlt hier was, ich weiß nicht. Des fliegenden Fisches sein? Moment, nein. Der ist kleiner. Kaviar? Nein, es würde den Quallengeschmack überdecken. Ist es etwa... Ja, ich habe die Quallen auf ein paar Meertrauben gebettet. Saftige Qualle und Meertrauben. Hm. Das ist das Meer. Ich schmecke das Meer. Das Meer, wo alle Schnecken tanzen und steppen. Hm, ich muss zugeben, dieses Sushi ist hervorragend und zeugt von einer tiefen Kenntnis der verwendeten Zutaten. Aber warum eigentlich diese exotischen Zutaten, statt die schon bewährten zu nehmen? Der Grund ist der Geschmack. Qualle hat einen milden Geschmack bei gleichzeitig festem Fleisch, wodurch man sie perfekt mit Geruch und Geschmack von Meertrauben kombinieren kann. Und der zweite Grund ist das schiere Potenzial. Es gibt so viele Zutaten da draußen. Sich nur auf ein paar klassische Zutaten zu beschränken, würde bedeuten, alle die unendlichen Möglichkeiten zu ignorieren. Danke für dieses tolle Schlussplädoyer, Banjo. Aber es ist jetzt der Moment für die... Jetzt ist der Moment für die Bewertung gekommen. Gut, dann fangen wir mit der Bewertung an. Der Moment ist gekommen. Vincent schien das Quallensushi sehr zu mögen. Und der Banjo ist der Erfinder dieses Gerichts. Und, welche Bewertung vergibst du? Ich gebe Banjo Sushi 80 Punkte. Ist das nicht etwas niedrig? Der war es doch so begeistert. Ich werde es erklären. Das Sushi war in der Tat köstlich, aber das Ambiente lässt noch etwas zu wünschen übrig. Es geht nicht nur ums Essen. Die Tatsache, dass man hier nur einen grünen Tee bekommt, bei diesem wunderschönen Ozean direkt vor der Tür. Romantik. Hier fehlt es an Romantik mit einem gewissen Verständnis für Kunst. Daher nur 80 Punkte, aber als besondere Belohnung gibt es von mir einen Kühlschrank. Danke, Mann. Wenn man hier in Zukunft ein kaltes Bier bekommen würde, würde ich sogar 100 Punkte geben. Das wäre perfekt. Wow, bin ich anders zu erwarten, Vincent. War ein richtig guter Tipp. Und wer hat euch heute die besten Köche gefallen? Wir freuen uns jedenfalls schon auf ein kaltes Bier mit dem ausgefallenen Sushi von Banjo Sushi. Bis zum nächsten Mal, eure Yui. 1000 Gold bekommen. Nice. Bier. Neuer Inhalt Bier. Gäste werden jetzt hin und wieder nach dem Essen Bier bestellen, schenke ihnen Getränke ein und sorge für zusätzlichen Umsatz. Wow. Let's go. Er hat wohl wirklich einen guten Geschmack. Mit dem letzten Kommentar hat er nicht unrecht. Sollen wir ab jetzt auch Bier verkaufen? Na klar. Erstmal müssen wir ein Menü hier hinzaubern. Oh, guck mal. Wow. Ja, Meertrauben-Quallen-Sushi, das gibt mir Geld. 225. Grüner Beulenkopf. Veredeln. Wow, wow, wow. Wir werden immer besser und immer süchtiger in diesem Game. Boah. Hm. Hm.
Boah. Nice. Okay, dann nehmen wir das mit hier rein. Okay. Ich brauche noch was, was richtig viel Kohle bringt. Das hier. Tigermoräne. Die bringt Cash. Sägehai-Sushi. Oh, wir haben jetzt... Wir können verbessern. Veredeln. Ich kann sogar nochmal veredeln. Wir haben jetzt... Wow, oh, wir haben echt viel von diesen Fischen hier. Alter. Okay, einmal veredeln noch. Nee, können wir nicht machen. Okay, dann rein damit. Großer Barracuda. Dann veredeln wir den noch und schmeißen den dann noch mit rein, damit wir schön Geld bekommen. Okay, rein ins Menü. Ah, guck mal, wir können den sogar... Was ist, wenn ich hier... Wenn die das nicht kaufen, ist es dann weg eigentlich? Sechsmal? Oder wenn ich jetzt hier mehr Gerichte reinmache, heißt es dann, es können mehr Gäste kommen? Oh... Stimmt, Franz. Stimmt. Wir machen mal so. Guck mal. Oh, jetzt werden wir so viel Geld bekommen. Wir könnten jetzt auch... Sollen wir mal das Geld ins Restaurant stecken? Eine neue Bar? Leichtholz. Hm. Neue Stühle? Lass die kaufen. Hat sich etwas geändert? Nee, ne? Deko. Beautiful. Jetzt nehme ich den Bonsai. Ah doch, okay, ist dann da. Aber wieso schließt sich das Menü jedes Mal wieder? Das ist doof. 200 Tacken für so einen Dreck hier. Okay. Ich hätte gerne das Bild von unserer Kuh. Das hier hätte ich gerne. Das ist doch toll. Guck mal. Okay, ich mache jetzt auf, oder? Zutaten? Das checke ich immer noch nicht, ob es verkaufen soll oder nicht. Weiß ich nicht. Nutzbare Speisekarten. Forschung. Erlange neue Kochinspiration. Okay, ich mach mal. Wir öffnen. Let's go. 5 Stunden live schon. Krass, oder? Boah, die Sucht packt mich aber auch heute. Jetzt habe ich ja doch dieses Ding da oben gekauft. Okay. Ah, jetzt ist die hier mit dem Haikopf da. Okay. Oh, shit. Geht los. Hier erstmal einen grünen Tee servieren. Perfekt. So. Bitteschön. Bitteschön. Oh Gott, das ist ja schon wieder übelst stressig hier. So, bitteschön. Perfekt. Ah, der will ein Bier. Ah, das schäumt. Oh, perfekt. Okay, jetzt aber los hier. Oh mein Gott, die werden schon sauer. Ah! What? Wie soll ich das alles machen? Oh nein, ich bin nicht so schnell. Bin nicht so schnell. Bleibt denn die mit ihrem Haikopf? Schnell! Oh, ich habe gerade noch geschafft. Gib das so. Okay. Lauf! Ich weiß nicht, wie ich ihr das hier geben soll. Ah! Schnell noch ein Bier. Stopp! Nice. Ah, lauf! Nein! No! Oh, ich habe aber schon wieder diesen Haifisch nicht serviert. Wie mache ich denn das?
Oh, wir werden aber immer besser. Wow. Ich weiß nicht, wie ich das mit dem Hai machen soll. Ich habe einen Haikopf oder brauche ich jetzt noch einen neuen Haikopf? Ist der andere schon verschimmelt? Kann auch sein. Tag 9 einfach schon. Moin! Ich habe versucht, es allein zu schaffen, aber es war zu schwierig. Ich habe mir ein bisschen Hilfe von Duff beschafft. Na toll. Dank seiner Hilfe können wir deine Worte nun auch in die Sprache des Seevolks übersetzen. Wow, ich bin auch neugierig, was sie zu sagen haben. Es muss mich wieder zum Standort des Seevolks zurückgeben. Rede mit dem Seevolk. Ey, Duff, was geht? Worum geht's? Ja. Ich habe Zeit mit Lea Chan verbracht und in Ruhe nachgedacht. Dabei wurde mir klar, dass ein Meister von Ehre anderen das zurückgibt, was sie ihm gegeben haben. Ja. Sag mal, Dave, bist du zufrieden mit deinen Waffen? sie sind in Ordnung, sie können aber stärker sein. Hehe. Hehe. Dann ist es wohl Zeit, dass ich ins Spiel komme, sozusagen. Ich kann dir dabei helfen, deine Waffen zu verbessern. Sie verbessern? Wie machst du das? Ich verstärke sie oder baue diverse Extras in sie ein, wie Gift- oder Stromeinheiten. Aber es gibt da eine wichtige Sache zu bedenken. Nur Waffen, die hergestellt wurden, können verbessert werden. Aber das hast du dir vielleicht schon denken können. Oh, verstehe, Waffenverbesserung, das klingt ziemlich nützlich. Duff, du bist cooler als ich gedacht habe. Was soll das denn heißen? Ich versuche doch nur, der beste Meister Lea Chans zu sein. Ich glaube, ich habe dir eine adäquate Erklärung gegeben. Jetzt kehre ich zurück in meine Feenwelt. Auf Nimmerwiedersehen. Was macht der mit den Puppen eigentlich? Würde ich es wissen? Upgrades. Wow. Ah, hier. Upgrade. Manbook Pro. Zu wenig Materialien. Betäubungsgewehr. Giftgewehr. Blitzgewehr. Ich habe nichts. Oh, dafür brauchen wir viel Schrott und so. Okay. Aber good to know. So, was geht auf Cookstar? Ich habe gehört, dass solche Aufnahmen jetzt voll im Trend sind. Streamings! Jui. Oh Mann, mit Robert im Hintergrund. Dieser Ort hat sogar Vincent beeindruckt. Was ist das? Ach, die Katze. Momo sitzt niemals still. Ja, wir liken einfach durch. Zack. Geh zum Wachposten des Seevolkes. Sollen wir noch... Was hat er heute? Er hat wieder diese Kiste. Munitionskiste. Nö. Nö. Meine Tauchausrüstung verbessern. Luftflasche. Taucheranzug. Maximale Tiefe. Stufe 5. Frachtkiste wäre auch geil. 1375 kostet die aber. Oder Harpunenwumme. Ich mach... Mach mal das hier. Die Wumme. Und Luftflasche. Jetzt habe ich gar keinen Cash mehr. Aber ist egal. Serviere. Wie mache ich das? Serviere im Stück gegrillten Haikopf. Ich glaube, ich muss noch mal einen neuen Hai erlegen, Chat. Jetzt habe ich Olivenöl, aber der Hai fehlt mir, oder was? Ich weiß nicht, wie das funktionieren soll. Süchtig! Okay. Riesiges blaues Loch. Ab geht's. Okay, jetzt hier so lang, oder was? Oh, sehr gut. Okay. Ah, hier ist eine Waffenkiste. Für die Upgrades. Du kannst jetzt Schusswaffen, Harpunenspitzen und andere Waffen zerlegen. Nice. Ich mit Gift-Harpunenspitze. Für den Kollegen hier schon wieder. Nervig.
Oh. Hm, was ist mit dieser seltsamen Koralle? Hä? Oho. Hey, Kollege. Ah, natürlich. Hm, töten oder leben lassen? Igitt, dieser Tintenfisch, der hat mich mit Tinte vollgesprüht. Warte nur, bis ich ihn in die Finger kriege. Okay. Ah, shit. Müssen wir den... Okay, wir müssen den jetzt anscheinend echt... Aber wie soll ich den kriegen? Der ist ja ultra schnell, hä? Ich glaube, den kriegen wir gar nicht. Oder ich erschieße den. Nee, da, bis dahin geht meine Waffe gar nicht. Guck mal, der will mir was zeigen. Habe ich dich endlich eingeholt? Du bleibst jetzt. Nein, er ist durch einen Türspalt entkommen. Da passe ich aber nicht durch. Da fällt mir ein, ich könnte auch den Brennschneider vom Dach benutzen. Warte nur, Tintenfisch. Oh, jetzt wird wieder hier gebrannt. Achtung, ich spiele wieder Dr. Bibber. Okay, easy. Das wird später bestimmt auch noch richtig schwer, so schnell und so. Oh, da habe ich ein bisschen verkackt. Wieder verkackt. Gut, okay, war diesmal nicht perfekt, war okay. Ja, wir gehen da durch. Wieso habe ich das Gefühl, dass das irgendwie die Kinder von dem Riesenkalmar sind, den wir vorhin gegessen haben? Oh! Jetzt kannst du nicht mehr entkommen, gib auf. Heute Abend gibt es wohl Tintenfisch-Sashimi. Nein, das ist doch ganz süß. Oh. Aber hier unten ist was. Er ist so schnell. Er scheint etwas fallen gelassen zu haben. Siehst du das doch nicht, Dave? Verrostetes Tintenfischarmband. Scheint ein Artefakt zu sein. Das soll ich an der Oberfläche identifizieren. Und hier ist wieder Sauerstoff. So. Ja. Weg. Dann gehen wir zum Seevolk. Gucken, was die zu sagen haben. Ich glaube, dass die Frau auf dem Tisch eventuell schon tot ist. Irgendwie. Oh, eine Kiste. Oder kurz davor, oder kurz davor. Oh, die Munition. Fragmente brauchen wir. Brauchen wir ganz viele von. Uiuiui. Also die Boost-Dinger sind echt geil. Oh mein Gott. Noch so ein Sägehai. Hm. Noch weiter runter oder mehr rechts? Blaues Loch Tiefen, da waren die doch nicht, oder? Waren die nicht? Hier so? Na klar. Ausrüstung gefunden. Aber nee, ich hätte doch lieber gern die hier. Ja, ich glaube, hier müssen wir hin. Auf einmal Licht angegangen. Zack.
Sehr gut. O2 mal wieder. Aua, ey. Blödis. Oh Mann. Das hier ist aber auch ein blöder Fisch. Weg. Geh weg. Ach, jetzt geht er, oder was? Geh weg. Nein, meine Luft wird knapp. Echt? Boah. Sterbe ich jetzt hier wegen so einem kleinen Pupfisch? Hä, wie viel? Wie viel? Aha. Eine Tigermoräne. 3 Kilo. Die war jetzt aber auch fies. So, okay. Wir nehmen das hier wieder mit. Mein Sauerstoff wird knapp. Ah, oh, danke, Muschel. Nice. Hey, wir sind da. Was geht, liebes Volk? Probieren wir mal Dr. Bacon's Seevolk-Übersetzer aus und sehen mal, wie er funktioniert. Okay, ich quatsch das mit euch. Was geht? Kannst du mich hören? Was? Wie kann ein Mensch unsere Sprache sprechen? Eine interessante Kreatur. Sein Körper sieht anders aus als jener der Menschen, die wir gelegentlich sehen. Oh, was soll das heißen? Wie dem auch sei, gut, ich sollte mich vorstellen. Mein Name ist Suva. Unter uns Tiefenbewohnern. Oh, du hast gesagt, dass du uns Seevolk nennst, richtig? Man könnte behaupten, dass ich der mutige und coolste Mann unter ihnen bin. Oh mein Gott. Suva, schön dich kennenzulernen. Ich heiße Dave. Dave? In unserer Sprache klingt dein Name sehr ähnlich wie kaputter Klodeckel. Was ist los mit dieser Kreatur? Wie dem auch sei, die Person, die hier liegt, ist die Tochter des Häuptlings des Seevolkdorfes, Ramo. Okay, was machst du mit der? Sie ist von diesem blöden Riesenkamel entführt worden. Sie liegt bewusstlos da. Wenn ich früher davon erfahren hätte, dann hätte ich diesem Kalmar schon ein bisschen gezeigt. Ja, na klar. Bitte dir nicht so viel darauf ein, diese unbedeutenden Kalmar erledigt zu haben, Mensch. Ich bin derjenige, der Ramo bewacht. Du bist wirklich ein ganz schön lauter Kerl. Auf jeden Fall scheint etwas loswerden zu wollen, also schieß los. Oh, ach das. Damit Ramo wieder gesund wird, brauchen wir ein paar Heilkräuter. Ich kann nicht fort, weil ich hier bleiben muss und mich um sie kümmern muss. Mensch, du musst ein paar Heilkräuter beschaffen, damit Ramo sich erholen kann. Die Federkoralle, die Lilienkoralle wachsen weiter in dieser Gegend. Bitte bereite sie so zu, dass sie essbar sind und bringen sie zu mir. Sie essbar machen? Wie mache ich das denn? Das musst du selbst herausfinden, Mensch. Such dir doch einen Koch. Sie ist krank, also kann ich dir die Hilfe nicht verweigern. Federkoralle, Lilienkoralle. Ich werde mich wohl einmal umsehen müssen. Was für ein Arschloch. Ja gut, Korallen schon wieder. Sie wachsen in dieser Gegend. Dann dürfte ich sie doch jetzt hier direkt finden, oder? Okay, Corallis, Corallis. Hier ist ein Seestern. Oh Gott, der Arme. Aber den habe ich auch noch nicht gegessen. Oh, komm. Ich brauche den. Der ist neu. Ja. Ein Fächerfisch. Okay, Corallis, Corallis, Corallis. Wo seid ihr? Ich hoffe, er meinte mit dieser Gegend auch hier unten irgendwo. Waren wir hier schon? Bin ich von hier gekommen? Ja. Na, dann gucken wir mal hier so. Toll. Arschlochfisch. Oh, nice. Okay, ich guck mal hier so. Na, 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 na. Für morgen ist wieder Unwetter vorhergesagt. Ja, ich weiß, bei uns auch.
voll doof. Ich glaube, morgen soll es einfach regnen, ne? Der Riemenfisch! Ey! Das ist der aus Animal Crossing Chat und aus Endless Ocean. Ah, guck mal, hier ist schon mal die Koralle, die ich suche. Schön. Federkoralle. Kurkuma. Was jetzt cool wäre, wäre mal wieder ein bisschen Sauerstoff. Das wäre echt ein Traum. Sollten wir den Riemenfisch fangen? Nee. Wow, es ist ein riesen Riemenfisch. Wenn ich ein Foto mit dem blauen Plankton daneben aufnehme, wird das bestimmt ein hübsches Bild. Ja, dann machen wir das. Danach essen wir den. Halte gedrückt, um zu fokussieren. Okay, die müssen nur beide. Ah, guck mal jetzt. Müssen wir hier beide mal vorbeischwimmen. Also ich habe den Riemenfisch drauf, aber nicht den Plankton. Ich mache nochmal eine neue Aufnahme. Nice. Ach so, ich kann mich auch bewegen. Oh. Guck mal, jetzt ist doch wunderschön. Wow. Ja, nehmen wir. Ich wusste nicht, dass ich mich bewegen kann. Na gut. Kiste. 21 Grad. Oh. Oh, was tauschen wir? Eigentlich brauchen wir die Lampe. Wir müssen das mit dem hier mal austauschen. Ist das hier oben? Okay, oder ich nehme mal Sauerstoff einfach und nehme den Scooter jetzt doch mit. Hier ist aber schon wieder übelst dunkel. Ah, aber hier ist die Koralle, die ich brauche. Cool. Was ist denn das jetzt hier? Ey, hier ist irgendwas Unterwassermäßiges. Ist das ein Gebäude für Seevolk? Die Tür ist verschlossen. Können wir das auflasern? Vielleicht darf ich ja auch noch nicht hin. Hier können wir noch ein Skelett mitnehmen. Oh, ein Kopf sogar. Ein Schädel. Wow. Ballen hier irgendwie kaputt. Ne Rippenquali. Ah! Nö. Oh nein. Oh nein. Nee, wisst ihr was? Ich geh. Ich mach los. Ich geh die Kiste noch mitnehmen und dann mit diesem Ding hoch. Schaufel? Oh, was mache ich mit dem mit einer Schaufel hier? Ah! Und was ist das? Eine Seeschlangenpeitsche? Was? Jetzt nehme ich immer den Spaten mit. Oha. Nice. Ah, ich sollte langsam gehen. Vielleicht hierfür? Ah, ich brauche eine Spitzhacke, aber das sieht schön aus. No. Jetzt können wir das nicht mitnehmen. Doch, hier ist eine Spitzhacke. Wow, okay, dann nochmal schnell zurück. Bevor. Oh Gott, hier ist gleich schon wieder leer. Aber ey, das hier müssen wir mitnehmen. Das sieht übelst wertvoll aus. Opalerz. Das würde mir gut Geld geben, oder?
So, dann düse ich jetzt hier ab. Luft wird knapp. So, ab geht's. Auf geht's, ab geht's. Wieder in diesem Boot sitzt. Boah. Nö, naja, war's knapp. Es scheint, als hätte ich alles beisammen, worum mich dieser kleine Halbfisch gebeten hat. Rede mit dem Seevolk. Er wollte, dass ich diese Koralle essbar mache, richtig? Ich werde Banjo um Hilfe bitten müssen. Boah. Oh, guck mal, die sieht auch schön aus. Ah, stimmt, dieses Tintenfisch-Ding. Ein Armband, das bei der Jagd auf einen fiesen Tintenfisch in einer abgelegenen Ecke gefunden würde. Was bringt mir das? Ich nehme das mal nicht. Rüste das Tintenfischarmband aus, um über kurze Distanzen zu sprinten. Dabei wird kein Sauerstoff verbraucht. Oh, na dann doch. Dann doch ausrüsten. Udo, du hast ein Foto von etwas mitgebracht. Kann ich mal sehen? Das ist ein Riemenfisch. In der Antike galt er als Gottheit. Er ist wirklich groß. Fantastisch. Ich werde dein Foto als an prominenter Stelle platzieren. Unseren Lesern wird es bestimmt gefallen. Oh, wir werden richtig stinkreich, Chat. Es gibt hier mehrere Fotopunkte, also werde ich dich wahrscheinlich wieder um Hilfe bitten. Oh. Okay, sollen wir Banjo mal noch bitten, das zu kochen? Soll es heute eigentlich auch gewittern? Nee, ne? Heute nicht. 27 Grad sind draußen. Wow. Morgen Regen. Geil. Hey Banjo, ich habe eine Bitte. Diese Koralle muss also zubereitet werden, dass sie für das Seevolk leicht zu verspeisen ist. Nun, ich denke, wir könnten es mit einer Art Brei versuchen. Gib mir einen Moment. Boah. Boah, jetzt geht's ab. Oh. Hey, danke, Mann. Bitte. Ich habe die Koralle aufgeweicht, damit man sie leicht essen kann. Das sollte also passen. Wow, danke, du bist echt schnell. Also gut, bringen wir das zu Ramo. Den hat auch der Kollege in Endless Ocean auch getroffen. Hm? Oh, hier. Verbessere jetzt deine Bewertung. Schau mal in deine Cookstar-App, okay? Hey, Katze, ich habe Katzenfutter. Hier. Hochwertiges sogar. Oh. Mausi. Smartphone. Was geht ab in der Cookstar-App? Rangaufstieg. Ach so. Was geht denn jetzt ab? Cookstar-Rating. Wieso läuft die da oben lang? Oh shit. Oh Gott. Oh nein. Oh Gott. Wow, wir haben bestanden. Silber erhalten. Neue Rezepte freigeschaltet. Service-Mitarbeiter plus 1. Wasabi-Limit plus 5. Wow. Das ist meine Seite? Ey, das war cool. Let's go.